In den Startlöchern stehen bereits Rune, Lukas, Oskar, Clemens, Marc, Max, Kejan und Philipp. Und als ich gestern hier angekommen bin, ich war nämlich gestern schon hier und habe ein bisschen reingeschnuppert, das Wording hat seinen Grund, hier mal so ein bisschen die Luft geatmet und bin oben in diese Ateliers gegangen, in diese Workräume, wo die jungen Menschen seit Tagen gedacht haben, gearbeitet haben. Und ich sage mal so, es roch so ein bisschen, es war schon Arbeitsluft in den Räumen. Man hätte da durchaus mal ein Fenster öffnen können. Aber es weiß ja keiner, wenn man da drin ist in dem Raum, woher soll man wissen, dass die Luft gerade schlecht ist, ne? Ja, woher? Climate Go. Climate to Go, das Wartegadget, das deine persönliche Luftqualität trackt. Also, man hat immer sein Smartphone und kleinere Gadgets dabei, wie Sensoren, damit man auch genau weiß, was um einen herum so passiert in der Luft, was man einatmet, wie die Luftqualität um einen herum ist. Climate Go kombiniert beides. Das Gadget trackt die Luftverschmutzung und das Smartphone visualisiert die Daten auf einer Karte, auf der man sehen kann, wo und wie doll die Luft dort verschmutzt ist. Jetzt beim Aufbau. Das Zeichen mit Climate to Go soll die Hardware simulieren. Da haben wir einmal ein kein Sauerstoff, Stickstoffsensor und auch ein Feinstaubsensor, dass man die Feinstaubwerte überprüfen kann. Das wird über einen Mikrocontroller über Wi-Fi ans Handy weitergeleitet. Und auf dem Handy werden die Daten dann visualisiert und an eine Webseite weitergeleitet, sodass man einerseits direkt Feedback bekommt, so in die Richtung, yo, du hast für heute deinen gesunden Stickoxidwert überschritten, du solltest ein bisschen auf die Luftqualität um dich herum achten und wo du dich aufhältst. Und es wird an Webserver weitergegeben über eine API, darüber haben wir ja schon gehört, wie das funktioniert. Und auf der Webseite kriegt man dann eine Karte, auf der die so aussieht wie so eine Heatmap. Und da wird dann dargestellt, wie wo die Luft wie stark verschmutzt ist. Und jeder, der schon mal entwickelt hat, besonders Web-Apps, kennt sicherlich das Problem zwischen Frontend und Backend. Und so sieht das meistens ein bisschen so aus. Und bei uns sah der Development-Prozess ganz ähnlich aus, außer dass wir Frontend können, also nicht wir, er kann Frontend. Genau, ich habe ganz normal mit HTML und CSS gearbeitet und dann habe ich noch eine JavaScript-Library von einem OpenStreetMap-Anbieter benutzt. Man kann es hier auch in der Live-Preview mal sehen. Ich habe jetzt als Demokarte London genommen, weil das noch nicht richtig drin ist. Genau, kommen wir nun zum heißgeliebten Backend, was ja dann irgendwann mitten in unserer Arbeitsphase dann, als wir rechtfertigt waren, so aussah, dass da irgendwie ganz viele komische Sachen offen waren, die keiner so genau verstehen kann. Wir gewähren euch jetzt aber nochmal einen kleinen ernsthaften Einblick. Hier sieht man jetzt so die Daten quasi, die die API dann so verarbeitet, die erstmal ankommen. Wie sie ankommen, komme ich im nächsten Schritt noch zu. Und dann, wie sie wieder ausgespuckt werden, sieht man gerade. Und da sieht man eben, dass im Grunde das gar nicht so schlimm ist, wie man sich immer vorstellt. Man hat da eben die Position und die Zeit und dann, was es für ein Datentyp ist und wie hoch jetzt der Wert ist. Und wir haben halt auch das Prinzip von Open Data, also die API ist für jeden öffentlich zugänglich und man kann sich jederzeit diese Klimadaten da runterziehen und man hat hier gerade gesehen, also da steht halt ein Wert und das ist mit Geo-Zuordnung, sodass man sieht, wo das aufgenommen wurde. Ach so, und dann haben wir natürlich noch eine App, die dient quasi als Herzstück zwischen unserem Gadget und der API zum einen und zum anderen für den Nutzer eben, dass er da die Karte sehen kann, die Werte um einen rum etc. Und ja, so sieht das bisher aus. Oh, wir wollten euch nochmal zeigen, wie das eigentlich aussieht. Könnten wir da einmal eine Kamera von oben bekommen, Kurt?
Sonst, wenn das nicht geht, da einmal kurz, wir sitzen natürlich nicht nur den ganzen Tag hinterm Schreibtisch, sondern wir machen auch vor allem bei der Hardware mal was Praktisches. Da mussten wir zum Beispiel den Feinstaubsensor testen und das haben wir gemacht, indem wir ein bisschen Papier verbrannt haben, um den Feinstaub zu simulieren. Ach, wir haben eine Kamera, dann einmal ganz schnell... Das hier, wenn man das sieht, das ist der Mikroprozessor, das ist so wie der Computer zu Hause, das ist mehr oder weniger das Gehirn. Dann haben wir hier einen Gassensor, der kann für verschiedene Gase sein und hier den Feinstaubsensor. Und am Ende war der Plan, dass man das alles natürlich noch ein bisschen kompakter macht und dann in einer 3D gedruckten Hülle immer dabei haben kann. Danke, ich danke euch. Kommt ruhig zu mir vor. Ich habe in der Präsentation, in der App-Beschreibung gelesen, liefere dir spannende Rennen mit deinen Freunden. Was hat es damit auf sich? Ja. Also unsere Idee war auch noch dahinter, dass wir so einen kleinen Spielfaktor reinbringen. Deswegen ja Climate Go, weil es gibt ja die App Pokémon Go. Und wir wollten so ein Spiel machen, mit dem man seine Luft trackt und dann noch sich quasi ein Wettrennen mit seinen Freunden liefern kann, wer zum Beispiel den gesündesten Weg auf dem Weg zur Arbeit hat oder so. Was macht man denn eigentlich, wenn jetzt das meiste Gift, also wenn die App zeigt, ich habe viel giftige Luft eingeatmet, was ist dann so der Vorschlag? Ja, also man kann dann zum Beispiel auf der mitgelieferten Karte nachgucken, wo die Luft denn gesünder ist in der Umgebung und vielleicht eventuell dahin gehen oder wenn man Freizeit hat, die eher da verbringen. Wie habt ihr euch denn die Arbeit aufgeteilt? Ja, also wir hatten auch, wie ich glaube die meisten anderen Gruppen auch, so verschiedene Subgruppen gebildet. Hatten wir einmal eine Hardware-Gruppe, die ganz viel mit den Sensoren gemacht hat, ausgesucht hat, getestet hat, was kommen da für Werte an, wie kommen die an, eben auch wie wir vorhin gesehen hatten, da mit dem Feuer, dass man mal testet, oh, na, wie hoch ist denn jetzt der Wert so direkt, wenn so Papier verbrennt. Und dann hatten wir eine Gruppe, die sich ums Backend gekümmert hatte, eine, die sich ums Frontend gekümmert hatte und dann natürlich auch noch einzelne Leute, die so die... Ja, Logo, dieses Logo designt hatten beispielsweise. Vielen Dank für eure Arbeit. Einen großen Applaus für Climate Go.